Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny Tina's Wonderland. Ja, und da läuft unser hübscher Pilzgefährte. Wir könnten jetzt einen Nebenquest annehmen, aber wir sind ein Ritter für einen harten Tag und werden jetzt mal zu Arschgaul laufen, um uns zum Ritter schlagen zu lassen oder so ähnlich. Zelet-Schwert. Held von Prachthof, für die erwiesene Tapferkeit ernennt dich Ihre Majestät Königin Arschgaul feierlich zum Ritter des Reiches. Knie für den Ritterschlag. Nicht so schnell, Neuling. Das ist jetzt meine Welt. Nein. Nein. Arschgaul. Ich bestimme meine Geschichte jetzt selbst. Die Zeit eurer Herrin ist vorbei. Und bald folgt ihre ganze Welt. Nein. Ich fass es nicht. Die Königin ist tot. Arschgaul! Nein! Tina, was zum Geier? Keine Ahnung, das war nicht vorgesehen. Lass mich kurz nachdenken. Oh, sie hat echt gedacht, sie könnte dich auf die gleiche Heldenreise schicken wie immer. Tja, diesmal nicht. Ich habe jetzt die Kontrolle. Prophezeiung Wahrheit. Spiel langsam, jetzt erst recht. Der Schicksalsbringer ist verloren. Was man einst so sicher wähnte, ist jetzt fragil und gebrochen. Aber eine Wahrheit bleibt bestehen. Die Mächte des Bösen müssen aufgehalten werden. Ein lautes, donnerndes Geräusch ertönt. Bei den grauen Höllen, was jetzt? Das kommt von hinter den Docks! Dann sollten wir da wohl schnellstmöglich hin. Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan. Sie hat mich aus ihrem tiefsten Glitzerherz geliebt. Sie fehlt mir so sehr. Dann schnell zu den Docks. Die Schreckenspyramide ist erwacht. Genau, die Schreckenspyramide. Ich weiß, was das ist, aber die guten Bürger dieser Stadt brauchen eine Erklärung. Zitadelle des Dragonlords jenseits des Ozeans. Jetzt, wo er das Schwert hat, kann er die Seelenenergie von allem Lebendigen in den Wonderlands rauben. Ohne die Königin ist unser Schicksal besiegelt. Hey, frag ihn, ob das mit dem Ritterschlag noch was wird. Fred! Wir sind am Trauern. Du bist am Trauern. Ich will den Titel Sir vor meinem Namen. Ich weiß, dass wir immer noch trauern, aber werde ich trotzdem zum Ritter geschlagen? Nur unsere Königin hatte die Macht, die Ritterwürde zu verleihen. Aber du verdienst eine Ehre für das, was du getan hast und was noch kommen wird. Knie nieder. Oder hock dich einfach hin, wenn dir die Knie wehtun. Als Regentenverteidiger von Prachthof ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Knappe? Das ist doch Drachenkacke. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es muss reichen. Denn jetzt
musst du die Wonderlands selbst retten. Reise zur Schreckenspyramide. Hol das Seelenschwert zurück und räche unsere Königin. Du wirst ein Schiff brauchen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Du kannst voll und ganz über all unsere Ressourcen verfügen, Schicksalsbringer. Okay, dann müssen wir jetzt wohl mit der Hafenmeisterin reden und darüber segeln. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich mir es gerade vorstelle. Was sollen wir denn ohne Königin machen? Ah, ahoi, Knappe des Reiches. Hallo, ich muss diesen Ozean überqueren und habe tolle Sachen über eure Schiffe gehört. Starten wir umgehend mit dem Bau. Komm und bau dein neues Schiff hier im Hafen. Ach, so baut man also Schiffe. Super! Sieht doch schon mal gut aus. Meine Augen haben noch nie zuvor so eine Schönheit der Meere gesehen. Das ist ein Wrack. Schwachsinn! Ich taufe das gute Schiff auf den Namen Balsanje. Warte! Vor dem Ablegen muss noch ein Bade das Schiff segnen, damit Drill, dessen Ketten das Meer sind, dich nicht in ein wässriges Grab hinunterzieht. Was? Aber wir sind so kurz vor dem Ablegen. Ich will mich nicht um Meeresflüche kümmern müssen. So läuft das aber. Entweder man befolgt die Regeln oder endet wegen eines Fluchs am Meeresgrund. Leider ist unser ansässiger Bade während der Invasion verschwunden. Der Tod ist der härteste Kritiker. Was? Nein, er hat sich in ein Skelett verliebt und sie sind durchgebrannt. Es gibt nur noch einen Mann, der das Schiff segnen könnte, obwohl er nur ein Halbbade ist. Aber er ist wohl deine einzige Hoffnung, den Ozean zu überqueren. Zuletzt sah ich den Halbbaden auf dem Weg in den schluchzenden Moder. Nur wenige kehren aus diesen Wäldern zurück, aber vielleicht lebt er noch. Oh, der schluchzende Moder. Klingt gefährlich. Aufregend. Ja, das ist ein riesiger Zauberwald, sündlich von Prachthof. Wie bitte? Sündlich? Du weißt schon, Fantasy-Himmelsrichtungen. Nörderlich, sündlich, ernstlich und webbelig. Liest du nie im Badass-Buch? Ich schau mir die Bilder an. Da gibt es den Schwertmann und den Großes Messermann. Oder ist das derselbe? Nein, warte, nicht verraten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde sagen, scheiß drauf. Wir probieren es jetzt einfach. Das wir stechen gute in See. Balsanje fürchtet keinen Fluch. Leinen los. Okay, aber der Fluch wird uns ertränken. Macht nix. Ich will es einfach mal probiert haben. Das gute Schiff Balsanje legt mit dem Wind im Rücken und dem Bug Richtung Schicksal. Habt ihr die Überfahrt angetreten und... Oh, war zu erwarten, aber ich wollte es trotzdem ausprobieren. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig der Segen eines Baden ist. Na gut, machen wir einen Umweg und suchen einen blöden Baden. Aber danach gehen wir die eigentliche Quest an und retten die Welt. In der Zwischenzeit lasse ich die Arbeiterkobolde das Schiff vom Grund des Hafens holen. Klingt gut. Klingt gut. Die armen Arbeiterkobolde. Bloß weil ich wissen wollte, was passiert. Ich wurde gewarnt. Aber war mir halt tatsächlich gerade ziemlich egal. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Quest. Da gibt's eine Quest. Liebt nicht jeder den Geruch von Revolution am frühen Morgen oder zu welcher Tageszeit auch immer. Die Revolution naht! Mach mit, bei Kobolde opponieren tyrannische Züchtigung und hilf uns, die Freiheit zu erlangen! K.O.T.Z! 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 K.O.! Was zur Hölle ist los, Leute? Ich dachte, wir wären uns einig, dass wir das zusammen skandieren. Und jetzt macht keiner... Ach, scheiß drauf. Oh, die lange unterdrückten Kobolde vom Kopfberg. Geht gleich hin, wenn ihr sie von ihrem Leid erlösen wollt. Ja, wollen wir. Egal, wir schauen mal, was hier noch so ansteht.
Kobold im Kräutergarten eine Alchemist. Und wenn das kein Aufruf zum Abenteuer ist, was dann? Hallo, armes Wesen. Ich habe ein Koboldproblem. Mach dich auf zu meinem Bauernhof, wenn du Gewalt und Geld suchst. Komm zu mir in den Kräutergarten. Rasch! Okay. Arschgaul ist tot, um mal zusammenzufassen. Finde ich nicht gut. Aber ich kann es nicht ändern, also machen wir jetzt erstmal die Kobolde im Garten. Komm ich da irgendwie rüber? Ja, da vorne über die Zugbrücke, gell? Triff Alma am Tor der Königin. Alma. Da werden doch irgendwelche staubigen Erinnerungen wach. Ja, ich mochte die vier Spiele. Den dritten Teil nicht mehr so, aber die ersten zwei waren genial. Aber ich glaube, dass das einfach nur Zufall ist. Oh, meine Statue. Unglaublich, überall Statuen von mir. Queen's Gate. Und da vorne ist doch auch schon unsere Quest. Sehr schön. Also, was geht ab? Mein Grundstück ist verseucht. Ich bin reich. Du bist verzweifelt. Töte sie, dann bezahle ich dich. Kapitalismus in seiner reinsten Form. Befreie einfach das Feld, dann werfe ich dir etwas Geld an den Kopf. Kobolde. Okay, Kobolde. Schauen wir doch mal. Selbst von oben! Koboldzähne. Ziemlich erschreckend, wie leicht die rauskamen. Gefiederter Wirbel! Gut, sammeln wir nebenbei noch Koboldzähne. Warum denn auch nicht? Das gehört mir. Griffel weg von dieser Beute. Zeit für einen Zauberspruch. Ich werde dich heimsuchen. Hat er doch tatsächlich meinen Pilz angegriffen. Ich glaub's ja nicht. Sie sind also tot? Gut, komm sofort zurück. Ja, ich nehme mal die Koboldzähne mit, weil, naja, die liegen da halt, gell? Schauen wir doch mal. Sind das Koboldzähne? Warum? Warum hast du die? Die lagen da so rum. Schien mir eine gute Idee, sie mitzunehmen. Was? Igitt? Was? Ich meine, soll ich sie für dich wegschmeißen? Hier ist etwas Geld. Muss wohl so sein. Komm nie wieder hierher. Du bist mir zu schräg. Und wir sind Level Up. Ich dachte, die freut sich, wenn wir... Oder war das jemand anders? Egal, wir verteilen erstmal Punkte. Und dann schauen wir mal, wer da gerade so rumschreit. Die Flora! Ja, natürlich sind die tot. Ich hab's umgebracht. Meine Güte, was hast du getan? Was tut man nicht alles für die Liebe?
deine Kobolde? Man kann keine Kobolde besitzen. Ich habe diese Kobolde absichtlich angelockt. Du musst wissen, ich bin in die Alchemistin verliebt. Mein Plan war es, die Kobolde zu besiegen und ihren Kräutergarten zu retten. Wie soll ich sie jetzt für mich gewinnen? Keine Ahnung. Ich wurde noch nie abgewiesen. Nicht hilfreich. Hör zu. Gib mir einfach diese Blumen. In Ordnung? Okay. Der Eifer einer Bäuerin. Echt wundervoll und so. Aber werden wir bald alle sterben? Danke. Mit etwas Glück erklingen bei Sonnenuntergang die Hochzeitsglocken. Ja, dann schauen wir doch mal. Du schon wieder? Was willst du? Ich habe etwas für dich. Ach ja? Gib schon her. Ich will es. Blumen? Von wem? Der Bäuerin. Sie hat ein Auge auf dich geworfen. Als ob ich mich mit diesem armen Ding sehen lassen könnte. Vielleicht wenn Schweine fliegen lernen oder Wasser bergauf fließt oder ein gepunkteter, gedichtelesender Kobold mir ein Liebesgedicht vorträgt. Guten Tag. Habe ich das richtig gehört? Ein gepunkteter, dichtender Kobold? Ich schätze, das kriege ich hin. Zuerst müssen wir noch einen Kobold anlocken. Such mir den dreckigsten Lendenschutz, den du riechen kannst. Das klingt eklig. Ich glaube nicht, dass sie das wörtlich gemeint hat. Meinst du? Keine Ahnung. Gibt nur einen Weg, um sicher zu sein, was? Ein dreckiger Lendenschurz. Und zwar den schlimmsten, den wir finden können, um Kobolde anzulocken. Das klingt ja richtig verlockend. Also, nicht. Ich höre ihr Wiehern immer noch, aber sie ist leider tot. Ich meine, ohne Kopf lebt man nicht lang, glaube ich. Und Ritter sind wir auch nicht, so ein Scheiß. Das lief ja wieder super. Dragonlord, ich werde dich dafür auf jeden Fall töten. Lendenschutz aus, den du finden kannst. Und das Kobold muss der Beste aus dem Wurf sein. So macht man seinen Gegner fertig. Und zurück zu dir. Ich werde nie wieder. Alter Schöne. Unfassbar, dass ich immer wieder im Zauberbuch nachlesen muss. Alter. Ihr macht ja Schaden, das ist ja Hammer. Ich bin einfach zu schön zum Sterben. Einfach zu schön zum Sterben. Ich lass mich doch mal... Danke, Pilz. Okay, wir brauchen einen stinkenderen Lendenschutz. Es muss der stinkendste von allen sein. Ich bin gerade leicht angewidert. Hier liegt einer. Und dann brauchen wir noch den feuchtesten Lendenschutz. Hoffe, du hast deine Löffelliste abgearbeitet. Was hast du gegessen? Ach ja, tote Dinge. Ich werde dich heimsuchen. Was hast du gegessen? Ach ja, tote Dinge. Finde ich gut, finde ich gut. Gut, wir hätten einen Heiltrank. Wir müssen Grummel töten. Wer auch immer Grummel ist, ist es Grummel der Stinker. Bereit zum Zauber.
Oh ja, der mieft ja schon richtig. Oh ja, der mieft. Also wenn der nicht stinkt, weiß ich auch nicht. Badass Kobold. Ja, nicht mehr lange. Das war mal Badass. Alter Schwede. Ja, renn ruhig weg. Ich hol dich schon. Mein Troll haben wir auch schon wieder. Oh je. Der ist wütend. Und unser lieber Freund Grummel rennt da auch noch irgendwo rum. Und stinkt da vor sich hin. Da! Ausgestunken. Ich kann ihn praktisch von hier aus riechen. Bring ihn her. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hinterfrag's besser auch nicht. So, mal noch ein bisschen Leben. Kann ja nicht schaden. Was macht denn mein Zauber jetzt? Biu! Mit dem Zauberstab. Avada Kedavra! Finde ich gut. Da liegt noch was. Eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Ich werde dich heimsuchen, wenn ich kann. Kobold! Fein! Verdammt! Rebellion! Unser Leben ist scheiße! Finde ich gut. Nieder mit den Lords. Aber Königin Arstoll darf leben. Also, so. Irgendwie. Ihr wisst schon. Ich nehme an, dass hier überall Kobolde sind, liegt daran, dass wir stinken wie Sau, weil wir diese ganzen Lendenschürze dabei haben. Ich hab sie. Und jetzt? Oh, perfekt verschmutzt. Das ist der Dünger, aus dem Romantik erblühen wird. Der Dünger, aus dem Romantik erblüht. Okay. Ich... Nur einen Moment. Ich hab keine Ahnung von Romantik, aber so funktioniert das bestimmt nicht. Erledigt. Und jetzt locken wir einen Kobold an. Lass den Moschus doch frei. Es hat geklappt, es hat geklappt. Was für ein Exemplar. Glonisch,
Eine Koboldin. Hübscher Name, Glornisch. Und jetzt die Punkte. Im alten Labor gibt es ein paar Farbstoffe. Ah ja, okay, so dann holen wir halt noch ein paar Farbstoffe, damit... gefüllt mit Fallen. Vielleicht solltest du vorsichtig sein. Was mach ich eigentlich? Na komm. Und boom! Ich werde dich töten, entspannen und wie einen Poncho tragen! Du kannst nicht entkommen! Ich weiß nicht, da fand ich meinen vorigen Zauber fast irgendwie cool, so, dass einfach so quasi die Welt auf einen runterbricht. Nee, das machen wir nicht. Wir beeilen uns besser. Bevor die gute Dame noch von ihrem eigenen Clan umgebracht wird. Ein Zauber, viel Schaden. Aber ja, egal. Also, es gibt hier drin wahrscheinlich jede Menge Fallen, hat sie gesagt. Ja, wenn die Skelette halbwegs überleben. Was? Mit Ruhe! Wuhu! Loot! Dann ist ein Imitator. Schrotflinte, ein Ring. Egal, nehmen wir mal mit. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Wuhu! Warum auch? Schusswaffenschaden brauche ich jetzt auch nicht. Pilz, du stehst da gerade mitten im Feuer. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschusser, mein ich. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Wir warten, bis der aufhört. Oder vielleicht hört er auch gar nicht auf. Dann krieg ich mal halt durch. Man ist ja flexibel. Keine Sorge, wir übernehmen das. Das war ein sauberer Headshot. Gut, schauen wir mal weiter. Wir brauchen Farbstoff. Hier. Gut gemacht. Komm zu mir und wir werden Glornisch mit Punkten färben. Für die Liebe. Für die Liebe, ja, ja. Genau, was du denkst. Diese Besessenheit von allem ist ungesund. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß einfach, dass du es denkst. Ach, egal. Lassen wir die Skelette Skelette sein. Wir gehen jetzt hier hoch und zurück. Und bums. So, ich hätte Punkte. Das Färbemittel. Schnell. Bitteschön. Nur ein Tupfer und... Ganze Flasche verbraucht. Oh, naja. Gepunktet. Sie sieht gar nicht so übel aus. Für eine Koboldin. Also, wie schenke ich diesem Wicht eine poetische Zunge? Ah, geh zum Friedhof der verlorenen Barden. Zum Friedhof der verlorenen Barden. Okay. Du gehst zu einem Ort, wo Dutzende Barden während eines Poesiewettbewerbs starben. Der Legende nach können sie schreckliche, den Geist vernichtende, dunkle Magie wirken. Bekannt als Prosa-Dichtung. Okay, ich werde gleich mit einer mittelalterlichen Gitarre verprügelt. Die poetische Essenz, die wir brauchen. Gut, ich brauche untote Zungen. Schaff die Miete weg. Und boom.
Wieso kann ich keine intelligente Rosenblüte zum Freund? Du hast es geschafft. Kehrst du mit zurück? Dann machen wir aus dieser ungewöhnlich attraktiven, gepunkteten Koboldin eine Dichterin. Hab ich mich verhört? Attraktiv? Was? Nein! Ich meine, für eine Koboldin. Sei nicht so voreingenommen. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Bitte schön. Ja, ja. Bitte schön. Das ist vollbracht. Aber ist unsere Koboldin der Aufgabe gewachsen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich werde diese poetische Essenz einfach so in die Wasserversorgung einführen. Du, Lornesch, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Tölpel bin, raubt deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Nein, komm schon. Das ist... Oh Mann, du bist albern, meine Güte. Oh, richtig. Hol Alma her, ja? Und jetzt haben wir schon wieder Alma zu holen. Oh, die wird not amused sein, glaube ich. Was? Oh, du bist es. Immer noch mittellos? Also, ich hab dich beim Wort genommen. Hab eine gepunktete Kobolddichterin. Bitte. Was? Wirklich? Das muss ich sehen. Ich glaube ja nicht, dass es funktioniert, aber gut. Ich bin niemand, der Felder bestellt. Doch ihre Augen sind nicht von dieser Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, nun ja, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir? Bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Kein Interesse. Ich habe mich mit Glornesch hier verlobt. Mit der Koboldin? Sie ist stärker als du und sieht doppelt so gut aus. Geh und brau dir einen Liebestrank, um dir deinen eigenen Kobold zu fangen. Was? Du warst es? Weißt du, wer ich... Was ich... Kannst du mir vielleicht kurz dein Ohr leihen? Aber natürlich. Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen, aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Glornesch hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Wurde ich verhext? Oder ist das Magie? Ich schau mal, was wir da gerade gefunden haben. Nee. Ich hoffe, unser gemeinsames Leben endet nie. Oh mein Gott, ich dachte jetzt echt die Alchemistin und dann so. Ja gut, also jedem das seine. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video, war jetzt eine längere Folge. Ich hoffe, das macht euch nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.